Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem relativ kurzen kleinen Video von mir, das mehr oder weniger ein Unpacking wird von diesem wundervollen Teil hier. Das ist vor 2 Tagen bei mir angekommen. Ich wollte es aber wirklich nicht ohne euch auspacken, weil ich einfach unglaublich gespannt bin, was ihr dazu sagt. Das ist bestellt worden von mir über einen Etsy-Shop, der sich da nennt Lizelle Made. Ich packe euch den Link auf jeden Fall unten in die Infobox und schreibe euch auch hier oder hier irgendwo mal hin, wie es geschrieben wird. Und diese junge Dame hat sich darauf spezialisiert, Dinge herzustellen, die man auf den College of Wizardry Labs benutzen kann. Das sind diverse Dinge von irgendwelchen kleinen Taschenlampen über Zauberstäbe, über Buttons, über Namensschilder, alles Mögliche. Ihr könnt da gerne mal so ein bisschen stöbern. Das ist meistens häuserbezogen, aber auch nicht immer. Und da habe ich mir anlässlich meines Geburtstags mal was gegönnt und habe mir das hier bestellt. Allein die Verpackung ist schon der absolute Wahnsinn. Ich mache mal eben das blaue Bändchen hier auf, damit ihr das mal ein bisschen näher sehen könnt. Ich finde, allein wie es verpackt ist, ist schon der absolute Wahnsinn. Preislich lag das jetzt bei, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Müsste ich mal nachgucken. Ist hier jetzt ein Knoten drin oder wieder was? Mensch, ist gut eingepackt. Das war übrigens nochmal in einer doppelten Verpackung natürlich drin. Das ist nicht so hier jetzt in meinem Briefkasten gewesen, sondern das war nochmal in einer extra Verpackung drin. Wie gesagt, allein die Verpackung selber ist schon der absolute Hammer. Sekunde, das verdecke ich mal eben ganz kurz, weil das ist mein Code. Da. Das ist der Laden der jungen Dame. Facebook und Instagram hat sie auch. Twitter, nicht Instagram. Twitter. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sind wundervolle Sachen drin. Wie gesagt, auch unten in der Infobox verlinkt auf jeden Fall. Und das hier ist jetzt die Verpackung. Das hier ist sozusagen ihr Wappen. Und ich finde es einfach absolut Hammer. Es ist über die Eulenpost bei mir angekommen. Wandmakers par excellence. Ja gut, jetzt werdet ihr wahrscheinlich schon längst merken, was drin ist. Das hier finde ich übrigens ziemlich geil. Das ist ein Wachssiegel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch tatsächlich so selbst hergestellt. Das ist absolut Hammer. Wirklich, ich liebe es. May contain magical... genau. Old Post! So, und jetzt will ich es aber endlich aufmachen. Es liegt, wie gesagt, schon 2 Tage bei mir rum. Und ich will endlich. Ich will endlich. Man kann, ihr wisst ja jetzt, dass sie auch Zauberstäbe und sowas herstellt. Und man kann bei ihr auf jeden Fall auch so spezielle Spezialanfertigungen sozusagen fordern. Jetzt kriege ich sie nicht raus. Verdammt. Ja, das ist jetzt natürlich bei Etsy immer so ein bisschen auf Deutsch getrimmt. Ist ein bisschen doof, weil die Seite ist eigentlich, also die Verkäuferin kommt eigentlich aus Dänemark. Und natürlich auch ohne das... Ah, ich hab's geschafft. Da kann man sich dann auch Zauberstäbe, weil sie ja auch Wandmaker ist, sozusagen anpassen lassen. Ihre Designs sind immer sehr, sehr ausgefallen, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch in meinem Design dann sehen werdet. Es ist ein Zauberstab, Halleluja, ja. Und ich brauche eine Schere. Möglichst ohne irgendetwas kaputt zu machen, bitte. Oh mein Gott. Genau, es ist ein Zauberstab. Und es ist der, den ich jetzt auf den nächsten College of Wizardry Veranstaltungen nutzen werde. Denn ich fand doch meinen persönlich etwas langweilig. Und selber einen herstellen habe ich bis jetzt nicht geschafft. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich auch niemals schaffen, weil mir die Zeit und die Muse dazu fehlt. Und deshalb habe ich mir einen bestellt. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist der geil. Das hier ist dann jetzt mein neuer Zauberstab. Ist der nicht geil? Ehrlich. Der absolute Wahnsinn. Und hier vorne gibt es noch so ein kleines Special, weil, wenn man den nämlich hält, kann der vorne leuchten. Tada! Ich habe einen kleinen Lumos-Zauberstab. Mega geil. Ich liebe ihn. Er ist der absolute Hammer. Oh. Ich habe mir das ein oder andere aussuchen können.
das war sozusagen auch wie, also das Grundgerüst des Stabs stand schon. Es gab 5 verschiedene Stabarten, die man sich da aussuchen konnte. Ich kann euch gerne... So, mal ganz kurz die Videoplattform gewechselt. Hier kann ich euch nämlich auch zeigen, was genau ich da für Auswahlmöglichkeiten hatte. Das hier ist jetzt im Endeffekt die Version, die ich genommen habe. Es gab noch 4 andere Versionen, die ich hätte nehmen können und die sehen folgendermaßen aus. Da habt ihr die anderen 4. Das war quasi Teil meiner Bestellung. Man konnte sich eine dieser, fünf verschiedenen Versionen raussuchen. Ich habe die oberste genommen, weil ich die am coolsten fand. Die mit dem Drachen als die zweite von oben wäre auch noch ziemlich cool gewesen. Dachte ich mir aber, da ich nicht in Faust bin, wäre das vielleicht nicht ganz so passend. Und bei diesem habe ich die Farbe des Metalls aussuchen können, die Farbe des Stabs und natürlich auch nochmal die Farbe der Edelsteine, die hier eingearbeitet sind und dieses wundervollen Auges, das euch hier anschaut. Ist auf dem Bild in grün. Ich wollte es gerne in türkis bzw. hellblau, weil für Grimm zum Beispiel und so. Grün wäre dann jetzt natürlich eher so Molin gewesen. Ich wollte mich jetzt auch nicht hundertprozentig auf die Farbe festlegen. Ich meine, wenn ich dann irgendwann mal das Haus wechseln sollte, ist es eigentlich vollkommen egal, welche Farbe ich habe. Aber ich finde, türkis generell geht immer. Und das waren so die Auswahlmöglichkeiten, die man hatte. Man kann hier auch nochmal sehen, wie die dann, wie die dann anders ausgesehen hätten. Der war auch sehr, also den fand ich sehr, sehr genial. Den hätte ich auch sehr gerne genommen. Ich finde einfach alle ziemlich cool, aber man muss sich ja im Endeffekt entscheiden. Der ist so Steampunk angehaucht, auch ziemlich geil. Das ist halt der mit dem Drachen, da hätte man auch die Farbe des Edelsteins und die dieser Metallteile. Es ist eigentlich gar nicht Metall, so wie ich das sehe. Es ist halt einfach Silber angemalt, so wie ich das sehe. Das sieht einfach mega geil aus. Ja, der ist so ein bisschen Todesser-Style. Und ja, das hier war der letzte, der ist grün mit einer Schlange, soweit ich das sehe. Sehr Slytherin-like, aber ich habe mich halt am Endeffekt für den entschieden, der auf den Bildern leider gar nicht zu sehen ist, sondern nur hier, da oben. Und ich finde ihn absolut genial. Ich liebe ihn einfach. Und ja, wie gesagt, das wird jetzt das Teil sein, was ich bei den College of Wizardry-Veranstaltungen mit mir rumschleppen werde. Zumal es ja auch, wie gesagt, leuchten kann. Es ist so cool. Ich hoffe, der hält wirklich sehr, sehr, sehr lange. Also dieser Lumos-Zauber. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Das steigert schon wieder so ein bisschen die Vorfreude aufs College of Wizardry, weil ich jetzt einfach auch schon mal einen richtig, richtig genialen Zauberstab habe, den ich da dann nutzen kann. Ich bin wahnsinnig gespannt. Jetzt ist das Video tatsächlich doch ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich erwartet habe, glaube ich. Und vielen, vielen Dank an Lizelle... Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber vielen, vielen, vielen Dank. Stöbert gerne mal in ihrem Store noch ein bisschen rum. Sie hat noch viele, viele andere Dinge, die sie anbietet. Unter anderem auch, ich kann euch das ja auch noch mal ein bisschen zeigen. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin und das Video sowieso länger wird, da haben wir noch was. Da haben wir noch, was ist das überhaupt? Ich glaube, so eine kleine Taschenlampe. Glow Spectre LED Dings. Da haben wir es. Ist auch mit Drache vorne drauf ziemlich geil, finde ich absolut genial und es kann leuchten. Es ist nicht wirklich sehr groß, aber es leuchtet. Es ist eine kleine... Oh mein Gott, wie geil! Man kann das auch mit Schwarzlicht machen. Oh, wie cool! Laserpointer. Das kann man sich dann wahrscheinlich auch noch aussuchen, oder? Ich gerate jetzt gerade selber ins Stöbern. Ich finde das absolut genial, was sie hier alles anbieten. Ich mache das nochmal ganz kurz weg und dann suche ich nochmal ein bisschen was anderes. Es gibt auch noch Stifte. Oh, das wollte ich euch noch zeigen. Das ist ziemlich genial. Das ist eine etwas größere Lampe. Zack, genau. Das ist eine etwas größere Lampe. Auch wieder mit Häuserwappen. Ich glaube, das wäre dann Sandivogius. Also es ist auf die englischen Chaos noch beschränkt aktuell. Ich glaube aber, sie kriegt auch das Sortiment der deutschen Häuser noch mit rein. Mit Sicherheit, weil... bietet sich ja eigentlich auch an.
Und das hier ist jetzt natürlich dann auch wieder Lampe. Aber eine ziemlich geniale Art von Lampe, weil man kann das halt hier rausziehen und hat dann ein Lämpchen. Eine Laterne sozusagen. Es ist nicht einfach nur eine Lampe, es ist sozusagen eine Laterne. Finde ich ziemlich geil. Und solche Sachen gibt es halt da wirklich nur. Sowas macht sie wirklich fast nur. Sie hat sich wirklich sehr, sehr, sehr auf das College of Wizardry spezialisiert sozusagen. Und was sie da einfach zaubert, ist der absolute Hammer. Ich liebe meinen Zauberstab jetzt schon. Und allein auch die Art, wie sie es verkauft und wie sie es verpackt, ist ja auch schon der Wahnsinn, wenn man sich hier nochmal die Verpackung genau anschaut. Also, ich bin absolut begeistert. Ich finde es absolut genial. Jedem, der am College of Wizardry interessiert ist, würde ich das nur ans Herz legen, bei ihr dann auch mal reinzuschauen. Die Sachen sind natürlich nicht ganz günstig, aber alles ist wirklich handgemacht und bedeutet sehr viel Arbeit für sie. Dementsprechend finde ich den Preis auf jeden Fall auch gerechtfertigt und vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen. Ich kriege nichts dafür, dass ich hier Werbung für sie mache. Ich mache das einfach nur, weil mir ihre Sachen furchtbar gut gefallen und ich es absolut liebe, was sie da zusammenstellt. Von daher. Ich bin irgendwie nicht von ihr darauf angesprochen worden oder so. Ich mache das einfach nur, weil ich es mag und weil ich es möchte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich bin total verliebt in meinen neuen Zauberstab. Und werde dann jetzt die Tage mal weiter an meinem Charakter basteln. Es werden auf jeden Fall noch Videos zum College of Wizardry kommen. Ich bin natürlich gewillt, euch noch was längere Videos bezüglich Fazit zum College of Wizardry zu geben. Ich bin allerdings. Also ich wollte die Videos zum Lab selbst gerne in Time machen, also in Character, dass ich die quasi als mein Charakter aufnehme. Das gestaltet sich jedoch ein bisschen schwieriger als erwartet und ich hoffe wirklich sehr, dass ich die diesen Monat und im besten Fall auch dieses Jahr noch fertig kriege. Ich weiß, es dauert alles bei mir sehr, sehr lange. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich arbeiten gehe und dass ich wirklich wenig Zeit neben der Arbeit habe, noch Videos zu machen. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich es etappenweise mache. Wenn ich jetzt wirklich so mir Stichpunkte mache, einen Teil davon heute, einen Teil davon morgen, einen Teil davon übermorgen aufnehme, dann könnte es auf jeden Fall klappen, dass die Videos relativ bald noch kommen. Da ich jetzt erst LARPer war und das allererste Mal auf einem LARP, kann ich euch jetzt noch nicht so hundertprozentig viel dazu sagen, ob die Organisation in Ordnung war, ob der Spielverlauf wirklich so gelaufen ist, wie er es sollte. Kann ich euch noch nicht so viel zu sagen dann. Aber ich kann euch aus meiner Position das berichten, was ich gut fand, was ich vielleicht nicht so gut fand. Das werde ich an den Videos dann auch auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und es wird auf jeden Fall kommen. Es dauert halt leider nur ein bisschen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen Lust aufs College of Wizardry machen für alle, die dabei sind. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Februar und ich freue mich auch schon auf die nächsten Videos, die dann da von mir kommen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Krieg's nicht auf. Oh, das ist so schade. Ich will das doch rauskriegen, ohne die Verpackung kaputt zu machen. Das ist dann jetzt. Bäm! Das wollte ich jetzt nicht spoilern. Sorry.